Hallo, mein Name ist Alex und ich begrüße euch herzlich willkommen zurück oder wie auch immer bei Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition. So, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und zwar, ich hätte was machen sollen, das habe ich eigentlich versucht, aber nicht mit benutzen, ich habe es mit benutzen gemacht, aber nicht mit öffnen. Ich öffne die Frühstücksglocken. Great! A toy prize inside. Eine Überraschung. Was ist da drin? This is no prize. It's a small key with a finely engraved monkey on it. Ein Schlüssel. Und ihr seid ein schlaues Publikum. Ich wette, ihr könnt euch schon ganz genau denken, was ich mit diesem tollen Schlüssel jetzt machen kann. Richtig, den Schrank öffnen, der letztes Mal mir so viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Machen wir das mal. Nehmen diese Truhe. Ja, wenn du sie nehmen würdest. Man, that's heavy. Filled, no doubt, with golden jewels. Wow, öffnen. Und jetzt reingucken. Hey, look, a piece of paper. Okay. And some cinnamon sticks. Zimtstangen und Papier. Oh Mann, wir haben immer Pech, immer. Ach, mal gucken, was auf dem Papier steht. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients: 1 cinnamon stick, 4 leaves of mint, 1 human skull pressed, 1 squirt squid ink, 2 pints monkey blood, 1 live chicken, 3 ounces brimstone, 1 or more of the following: pyridoxine hydrochloride, zinc oxide, yellow 8, mine mononitrate, and BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of 4. Okay. Was ist das für ein bescheuertes Rezept? Zimt haben wir. Minze haben wir auch. Menschlicher Schädel gepresst haben wir nicht. Tinte haben wir auch. Affenblut, keine Ahnung. Huhn, ein Huhn haben wir. Schwefel. Das Schwarzpulver im Lagerraum bestimmt. Und diese anderen Kram. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß einfach alles in diesen Kacktopf rein, was ich in meinem Inventar habe. Das ist sowieso immer das Beste, wenn man am Adventure nicht mehr weiß, was man da tun soll. Schmeißt einfach alles auf die Gegenstände drauf. Auf Teufel komm raus. Irgendwas davon wird's schon sein. So, das nimmst du jetzt an dich. Bitte. Weil hier war das Schwarzpulver drin. Wow, Gunpowder! I think I'll take some. Ja, Schießpulver meinte ich natürlich. Nicht Schwarz. Obwohl, ist Schwarz und Schießpulver nicht das gleiche? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Chemiker. Ist mir Schniete. Schied egal, meine ich. Schniete, auch nicht schlecht. Rein in den Topf. Dann noch das Huhn. Genau. Das wollen wir doch auch gleich da reinpacken. About time I got rid of this worthless artifact. Oh ja, das Ding konnte ich auch leider nicht mehr sehen. Die Minze. Good thing I've got a million of these. Das stimmt wohl. Eine Schreibfeder. Puh. Mal probieren. Wow, geht wohl. Menschlicher Schädel gepresst. Das ist natürlich. Entschuldigt, ich musste gerade extrem husten, das habe ich mal rausgeschnitten. Ja, das ist natürlich um ein paar Ecken gedacht. Ja, war guter Wein. Affenblut. Ja, klar. Auch rein in den Dorf. Flocken? Warum nicht? Davon haben die so viel. This is gonna be good. Fenster? Bisschen eklig, der ganze Kram, oder? Zimtstangen? I love cinnamon. Dann die Tinte. Just a drop. Yikes! Oh, I think I'm getting dizzy. Wow, wir haben es geschafft. Overcome by the fumes and stench, Guybrush quickly loses consciousness. Moments later, the voodoo spell kicks in, turning the ship to an unknown heading and off on its mysterious voyage. Days pass. Eine tolle Stimme. Ich liebe sie. Hey, Guybrush. Kuckuck. Oh, I feel awful. Awesome, meinst du wohl eher? Okay, ja, anscheinend. Aber ich hab mich, ich kann mir was erinnern, das habe ich mal gelesen, man kann dir Kram loswerden in diesem Topf. I'm not putting anything else in that pot. Och.
Verdammt, hätte ich das vorher machen müssen? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man da auf den Kram ein bisschen loswerden kann, den man nicht braucht. Mal schauen, hat's geklappt? Yay, wir sind da! Holy monkey bladders! It's Monkey Island! Juhu! Hinder! It's too far to walk to and besides, I can't swim. Genial, Guybrush, du bist echt ein toller Pirat. Genial. Wow, this was well worth $59.95 plus tax. ja, super. Crew, seht ihr das? Ist doch nicht geil? Sind da! Hey, look! We've made it to Monkey Island! Let us know when you found the governor. We've got an extra chair she can use. Ihr seid eine beschissene Crew. Ich hasse euch. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir da rüber? Da steht eine Kanone. Und wir haben doch sowieso schon unseren Kanonenschuss-Dompteurschein oder wie auch immer man das nennen mag. Dazu hole ich mir jetzt eben nochmal Schießpulver, weil das brauchen wir logischerweise. Und dann fällt mir ein. I'll take some more. Dann hat man so eine Lunte an der Kanone und dazu brauchen wir noch Feuer. Feuer. Wie machen wir jetzt Feuer? Gehen wir nochmal zum lodernden Feuer, oder? Kann man hier den Kram loswerden? Ja, das ist gut. Wow! Flammenmeer? Yikes! Ich liebe dieses Wort. Er spricht das so toll aus. Okay. Ja. Wir haben ein, ja, Flammenmeer in der Hose. Auch nicht schlecht. Dann packen wir das Schießpulver mal in das Rohr. Gut. Das Seil nehmen wir als Lunte. Und ja, ich glaube, das müsste es sein. Ab dafür. Obwohl, warte. Ach, wir haben sogar einen Topf als Helm. Das ist gut. Er macht's. Juhu. Ab geht's, Jungs. Vorwärts. Teil 3. Unter Monkey Island. Warum unter? Wir werden sehen. Was zum... Guybrush, komm da raus. Hey, du kannst uns helfen? Na, danke. Hey, bleib hier. Ah, wer ist das? Hi, I'm Herman Toothrot. Hi. Bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. By the way, you might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. Hey, warum hilfst du mir nicht? Ich steck doch fest anscheinend, oder? Oder? Guybrush, warum machst du das nicht einfach? Du bist so ein Idiot. Okay, was ist das? Mal gucken. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Oh. Gut zu wissen. Banane, her damit. Super, wir haben eine ein Ruderboot. Warum steht das hier rum? That's strange. It says Sea Monkey. Wow, warum hat das nicht schon irgendwer benutzt? Sea Monkey, das ist unser Schiff. Komisch. Aha, riesiger Felsen. Okay. I bet you can see the whole island from there. Da müssen wir bestimmt nochmal hin. Das ist der ganze Dschungel, logischerweise. Können wir das Papier mitnehmen? I better leave it here. Baum. Mm, those are some luscious looking bananas. Ja, dann wackel doch mal am Baum. Vielleicht klappt das. I can't move it. Du kannst dich bewegen? Ich will ja die leckeren, saftigen Bananen. I can't reach that from here. Ach, du bist doch echt... Du bist doch so ein langer Lulatsch. Kannst du nicht mal am Baum klettern? Was bist du eigentlich für ein Pirat? Na, du bist keiner. Das ist ja das Problem. Dann schauen wir doch mal... Wow. Willkommen auf Monkey Island, würde ich mal behaupten. Wow. Spalte...
Affe. Wow. Stimmt. Jetzt habe ich auch ein Déjà-vu. Das kenne ich ja noch von früher, auch wenn es lange her ist. Ich weiß nur, damals sah es etwas anders aus. Ja, so. Man konnte praktisch kaum erkennen, was wichtig ist. Und hier, ja, das hier ist ein Affe. Das kleine Teil. Es war schon schwierig, nur das anzuklicken, sag ich euch. Vielleicht ist das jetzt ja richtig leicht. Okay, Spalte. Ja, es ist direkt nebenan. Mal hin. Ui. Okay. Starker Ast. Looks strong. Kräftiger Baumstumpf. Paddel. Da habe ich eine Idee. Wie wär's damit? Wir benutzen, haben wir kein Seil mehr? Oh nein. Das ist so ein Witz. Das Seil ist weg. Oh Mann. Na toll. Dann nicht. Ja. Nee. Ich wollte jetzt eigentlich ein Seil daran festbinden und dann da runter, aber wenn wir kein Seil mehr haben. Hey, Adler. Noch einer. Ja, ja, Affe, ich weiß. Wow, ist ja richtig groß, wie wir sehen. Ausgetrocknetes Flussbett, Teich, Flussgabelung. Gehen wir nochmal zum ausgetrockneten Flussbett. Wenn man da hingehen kann. Nee, Teich. Oh, echt gut. Was ist das? It's printed on letterhead. To the ghost pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The Monkey Island Cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. Bestimmt Elaine. Und die Kannibalen sind ziemlich höflich. Und wer bist du nochmal? This is an old friend of mine, the one I sailed here with. He's lost weight. Never looked better. Wow, du bist ganz schön alter, böser Mann. What happened to him? I'm afraid I must be going now. Pressing business, you know. Der kehrt ja total in den Schuss weg. Wow, na super. Der arme Mann. He doesn't look good. Er hat ein Seil. Nimm that das. Seem to work. Okay, und jetzt? Wie komme ich da ran? Ist hier irgendwas? Irgendwie fällt mir da auch nichts ein. Ich habe sogar noch diesen verdammten Klammerentäfter. Ich werde den Kram nicht los. Ja, gut, was machen wir jetzt? Da steht ja ausgetrocknetes Flussbett. Vielleicht ist das irgendwann nicht mehr ausgetrocknet und dann kommt man da ans Seil ran. Okay, können wir da lang? Kann er da rüber? Nee. Doch. Strand. Was finden wir denn hier? Eine Flasche. Okay, nehmen wir das mal. There's a message in it. It's a memo. To Herman Toothrot. From Yammer, Hem and Haw, attorneys at law. Okay. Regarding suit against cannibal tribe over malicious tossing of your oars into a chasm. I think we have a case here. We can probably soak them for emotional distress and possibly punitive damages as well. Sounds like legalese. I don't think I can translate the rest. Wozu brauchen wir so einen Kram? Echt mal. Look at that fabulous ship out there. Did you come in that? You're braver than you look. Actually, it looks a lot like a ship I used to own. I got taken by a guy named Stan. Stan of Stan's used ships on Melee Island? Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Listen to this guy. Am I some kind of castaway? I think I better go now. Okay, der Typ ist irre. Gut, wir werden uns weiter umschauen müssen auf Monkey Island.
Von daher, ja. Mein Name ist Alex. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play with Secret of Monkey Island Special Edition.